sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erleben heute hier gemeinsam einen historischen Moment. Wir erleben, wie zum letzten Mal in der bayerischen Geschichte ein Ministerpräsident mit der absoluten Mehrheit der CSU gewählt wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CSU, falls es Ihnen bei dieser Aussicht wehmütig um das Herz wird, trösten Sie sich doch mit Goethes Faust. Dem ging es auch nicht besser. Werde ich zum Augenblick sagen, verweile doch, du bist so schön, da magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gerne zugrunde gehen. Genießen Sie den Augenblick, liebe Kolleginnen und Kollegen der CSU, und dann akzeptieren Sie, er wird nicht wiederkommen. Und warum das so ist, das hat uns kürzlich eine Studie der Hans-Seidel-Stiftung gezeigt. Ich kann jetzt nicht die ganze Studie vortragen, ich kann es in einen Satz zusammenfassen. Ihr rückwärtsgewandter Konservatismus ist ungefähr so sexy wie eine Fokuhila-Frisur. Und deshalb sollten Sie diese Studie, Alex Dobrindt, sicher ein Exemplar schicken. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, Bayern ist ein modernes Land. Und der Verlust angeblicher konservativer Positionen lässt die meisten Menschen in Bayern kalt. Und sie glauben immer noch, dass Angela Merkel am schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl für sie verantwortlich war. Ich sage Ihnen, ohne Frau Merkel wäre ihr Ergebnis doch deutlich schlechter gewesen. Denn die Menschen haben es satt, dass gejammert wird. Die haben es satt, dass darüber gejammert wird, über die ach so tolle alte gute Zeit. Sie wollen, dass angepackt wird, mit Mut zur Veränderung. Sie wollen, dass Politik auf der gleichen Wellenlänge ist wie ihre eigene Lebenswelt. Sie wollen bessere Integration. Sie sind für Gleichstellung, für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, für mehr Ganztagsbetreuung und für mehr Tempo bei der Energiewende. Und deshalb ist es Zeit für eine neue, für eine moderne Politik. Und da haben Sie leider wenig, fast gar nichts zu bieten. Aber schauen wir uns doch mal die Medienberichterstattung der letzten Wochen an. Die CSU hat jetzt 3 Minister bei der neuen GroKo und keine einzige Frau ist dabei. Es gibt Nachholbedarf, das sagen sogar die eigenen CSU-Frauen bei Ihnen. Und hier im Landtag sieht es doch auch nicht besser aus. Die Stimmkreise, und auf die kommt es bei der CSU an, sind zum größten Teil von Männern besetzt. Frauen gehören bei der CSU zu einer bedrohten Art. In Oberbayern 9 von 30. Nicht gerade viel, aber ich würde sagen, immerhin ein Anfang. In der Oberpfalz und in Oberfranken wird es schon dünner. Jeweils 2 Frauen von 8 Stimmkreisen. In Schwaben ähnlich 3 von 13. So richtig peinlich wird es in Niederbayern. Da haben Sie eine Frau bei 9 Stimmkreisen aufgestellt. Und den Vogel schießen Sie ab in Mittelfranken. Eine Frau von 12. Wissen Sie eigentlich, wir haben 2018. Sie haben ein veraltetes Weltbild und es gibt keine Anzeichen, dass das eines Tages bei Ihnen besser wird und dass Sie auf der Höhe der Zeit ankommen. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ja, für bedrohte Arten hat die CSU wenig übrig. In den letzten Wochen hat der Naturschutzbund eine neue Studie zum Artensterben vorgestellt. Fast 2.500 Insektenarten sind vom Aussterben bedroht oder bereits ausgestorben. Darunter die Alpenhummel, die Sandbiene und viele Schmetterlingsarten. Der Verlust der biologischen Artenvielfalt ist dramatisch. Ich weiß, Sie wollen das immer nicht hören. Sie wollen es nicht hören. Aber der Verlust der Artenvielfalt ist dramatisch. Er bringt ganze Ökosysteme ins Wanken. Viele Tierarten ernähren sich von Insekten. Und deshalb auch kein Wunder, dass wir immer weniger Vögel sehen. Selbst Allerweltstierarten wie der Igel sind mittlerweile gefährdet. Und dramatisch ist der Rückgang deshalb, weil die meisten Pflanzen Insekten für die Bestäubung brauchen. Und ohne Insekten keine Bestäubung. Und ohne Bestäubung funktioniert unsere Landwirtschaft nicht. Und der Naturschutzbund hat auch gleich die Gründe fürs Insektensterben mitgenannt. Zu viel Flächenversiegelung, zu viel Monokultur und zu viel Ackergifte auf die Felder. Und was ist Ihre Antwort? Abwickeln, abwarten, abkanzeln. Alles nicht so schlimm. Wir müssen erst mal forschen, bevor wir handeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Oppositionsfraktionen,
Verantwortung abschieben ist Söders Markenkern. Damit kommen wir aber nicht weiter. Schön, dass die Menschen in Bayern bereits weiter sind. Wir brauchen eine Höchstgrenze für den Flächenverbrauch. 5 Hektar pro Tag. Schauen Sie nach Baden-Württemberg. Baden-Württemberg verbraucht 5 Hektar pro Tag und Sie möchten das auch noch halbieren. Und ich habe nicht gehört, dass deshalb dort Not und Elend ausgebrochen ist. Und wir müssen weg von den Ackergiften. Wir können auf die Hälfte der Ackergifte heute schon verzichten. Und speziell die Neonics sind der Brandbeschleuniger fürs Insektensterben. Und deshalb gehören sie schlicht und einfach verboten. Ganz einfach. Ich habe wirklich eine Bitte an die Kolleginnen und Kollegen der CSU. Kommen Sie endlich raus aus Ihrer Verhaltensstarre und tun Sie etwas für die Zukunft unseres Landes. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, einige von Ihnen waren ja auch auf der Handwerksmesse, und die ja gerade zu Ende gegangen ist. Und eins der Hauptthemen war der Fachkräftemangel. Viele Betriebe finden keine Auszubildenden und für einige Betriebe ist das bereits existenzbedrohend. Der Bäcker, der Metzger, der keinen Nachwuchs mehr findet. Das sind alles keine Einzelfälle mehr. Und leider, das weiß auch ich, gibt es nicht das einfache Patentrezept, um die Nachwuchsprobleme in den Griff zu bekommen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten doch alle Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Ohne Flüchtlinge und Einwanderer wäre die Ausbildungsbilanz mit einem dicken Minus äußerst besorgniserregend ausgefallen. Sie sind eine wichtige Stütze. Dieser Satz stammt nicht von mir oder einem anderen Grünen, sondern Eberhard Sasse, Präsident der Industrie- und Handelskammer München, hat das gesagt. Und er hat recht damit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Viele Geflüchtete wollen sich doch ihre eigene Existenz aufbauen. Viele Betriebe wollen sie anstellen. Aber leider verstand die CSU mit ihrer ideologisch verbohrten Politik und mit ihrer Bürokratie dazwischen. Sie tun wirklich alles, um den Flüchtlingen das Leben schwer zu machen und den Betrieben in Bayern. Hören Sie endlich auf damit. Machen Sie den Weg frei für mehr Integration. Machen Sie den Weg frei für mehr Fachkräfte in Bayern. Und anstatt darüber zu reden, wie Integration gelingen kann, mischen Sie sich ja lieber in den Wahlkampf anderer Staaten ein. Und das auch noch auf der Seite derer, die Demokratie, Rechtsstaat und unser gemeinsames Europa mit Füßen treten. Ihre Schwesterpartei Fidesz, die Partei von Viktor Orbán, geht in Ungarn aktuell mit einer Aussage von Markus Söder auf Stimmenfang. Bayern gebe für Geflüchtete mehr Geld aus als für Umwelt, Gesundheit und Wirtschaft zusammen. Sie, Herr Söder, haben im April letzten Jahres in Ihrer Hauspostelle Bayern-Kurier fast wörtlich das Gleiche gesagt. Das Problem, es stimmt nicht. Sie haben sich auf das Jahr 2016 berufen. Im Jahre 2016 hat Bayern rund 2 Milliarden aus dem Etat für Umwelt, Gesundheit und Wirtschaft gezahlt. Für die Geflüchteten waren es netto 1,5 Milliarden, also 1,5 Milliarde weniger. Herr Söder, Fakten fälschen und damit Stimmung zu machen. Ist das Ihre Art, Politik zu machen? Ist das Ihre Vorstellung, wie wir Bayern und ein gemeinsames Europa voranbringen? Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, die CSU versucht, nach rechts und in die Mitte abzubiegen. Da kann es einen leicht zerreißen. Seehofer kann davon sicher ein Lied singen. Oder man verliert die Orientierung. Anscheinend suchen Sie fieberhaft noch danach. Bis heute aber ohne Erfolg. Obwohl Sie, Herr Söder, obwohl Sie ja viele Wochen Zeit hatten, sich auf den heutigen Termin heute hier vorzubereiten, Ihnen konnte es ja nicht schnell genug gehen, haben Sie anscheinend wenig zu sagen. Ich hätte schon erwartet, dass hier im Hohen Hause Sie heute dem Landtag erklären, was Sie wollen. Und damit meine ich nicht das Amt, das weiß jeder. Nein, ich will wissen, welche Politik Sie für Bayern verfolgen möchten. Vielleicht ist es aber auch so, dass die CSU nach so vielen Jahren Regierung schlicht einfach ausgebrannt ist. Dass sie einfach keine Ideen mehr haben, nur noch den Status quo verwalten und sich damit zufrieden geben. Das wird unserem wichtigen Land so nicht gerecht. Kein Plan, wie Sie das Gestalten des Morgens anpacken wollen.
wie die Gestaltung des Morgens aussieht, das bewegt die Menschen in Bayern. Darauf möchten sie eine Antwort hören. Aber sie schaffen es nicht, weil sie nicht auf der einen Seite das Morgen gestalten können und zeitgleich versuchen, ja, die Gedanken nach den ewigen Gestern in ihrer Fraktion mit unter einen Hut zu bringen. Das wird nicht funktionieren. Aber darauf kommt es an, die Gestaltung des Morgens. Darauf kommt es an, darauf warten die Menschen in Bayern. Die Menschen warten auf Antworten, Herausforderungen, vor denen wir gemeinsam stehen. Sie warten nicht auf einen Wahlkampf aller Söder. Und deshalb ist es gut, wenn Sie bald nicht mehr alleine regieren. Es ist gut für Sie. Ja, vielleicht finden Sie ja wieder Ihre Orientierung. Aber vor allem ist es gut für unser Land, wenn Sie nicht mehr alleine regieren. Weil unser Land dringend eine politische Erneuerung braucht. Bayern braucht eine politische Erneuerung. Und zwar aus folgendem Grund. Wir wollen, dass unser Bayern für eine Politik für Bayern, dass in Zukunft genauso lebens- und liebenswert bleibt, wie es heute ist. Und wer da auf die CSU wartet, der kann lange warten. Danke.